Ja, der erste Teil des Grunddurchgangs, der ist mittlerweile beendet. Mike Stewart, wie würdest du diesen Grunddurchgang zusammenfassen? Bisher ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt, wir sagen, wir fangen von null an. Der Pause hat uns gut getan. Wir haben gewisse Leute, sind zurückgekommen von nach Verletzungsphase. Und ja, es geht heute wieder los. Vor allem Defensive jetzt wieder komplett mit Unterlucker und Altmann. Wie schaut es mit Kyle Wanwick aus? Er spielt heute. Wir haben heute von unseren Ärzten gehört, dass, ja, dass es schon der richtige Zeitpunkt ist. Und vor allem in der Defensive mit Unterlugauer und Altmann zurück, das wird uns schon helfen. Letzte eineinhalb Monate, wir haben fünf Verteidiger gespielt und es war schon eine Belastung auf die Jungs. Jetzt waren einige Tage Pause. Was hast du mit der Mannschaft trainiert? Vor allem, was habt ihr intensiv trainiert? Mit was warst du nicht zufrieden bisher? Ja, an ein paar Sachen haben wir echt viel gearbeitet. Und vor allem unser Vorcheck in unser Drittel, das ist Nummer eins, so dass wir können ein bisschen schneller aus unser Drittel kommen. Gegen Neum hat man bis jetzt einmal gespielt, etwas glücklich, aber trotzdem gewonnen. Was sind am ehesten die Stärken und was die Schwächen dieser Mannschaft? Eisläuferisch, die sind sehr stark. Die spielen sehr defensiv. Die Partie in Neum war überhaupt nicht leicht und so, wir erwarten schwierige Gegner heute. Wie dürfen sich die Fans der VSV heute erwarten? Wie kann man die schlagen? Ja, wir müssen viel Scheiben aufs Tor bringen und vor allem in unser Drittel gut arbeiten und uns im Powerplay unsere Chancen ausnutzen. Wenn man die letzten Wochen anschaut, das ist ganz schlecht gelaufen, vor allem zu Hause, trotzdem die Villacher Stadthalle immer gut gefüllt. Ist das typisch Villacher Publikum? Ja, absolut. Ich meine, wenn wir wissen, dass die bringen eine positive Energie in der Eishalle, dann die Jungs werden die sperren lassen, die wird schon gut reagieren. Wir hoffen auf eine gute Reaktion heute. Vielen Dank, Mike Stewart. Und damit zurück zu unseren Experten ins Studio.